Hallo ihr da draußen, hier ist wieder der Callcenter Crusher. Im ersten Teil des Videos versucht Bitcoin Motion mein Geld zu ergaunern. Leider sprach die Scammerin so schlecht Deutsch, dass sie mich nur teilweise verstand. Und deswegen brauchte es zwei Anrufe, um zu einem Gespräch zu kommen. Vielen Dank an Callcenter Bastard, der den zweiten Joachim gespielt hat. Trotzdem konnte sie mir nicht mal ihre Plattform richtig nennen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mal 18 Tage alt war. Und auch sonst war sie gar nicht vorbereitet. Kein Wunder also, dass ich dort nicht einzahlen wollte. Ihr kennt es ja schon, nach dem Intro geht's also los. Viel Spaß mit dem Video. Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich spreche mit Joachim, ja? Joachim. Wen wollen Sie bitte sprechen? Ich heiße Lea, es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich rufe Sie vom Handel. Hallo, 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 hallo. Hallo, wie, ja. Wen wollen Sie sprechen? Bitte? Mit wem wollen Sie sprechen? Mit Joachim. Ja, ja, Joachim ich gibt es mehrere mit von. Joachim. Ja, nee, welchen Nachnamen denn? Bitte? Mit welchem Nachnamen? Joachim ist der Vorname. Ja, gut, so. Heißen Sie Joachim, ja? Es gibt hier mehrere Joachims. Ich habe keine Ihre Nachname. Den habe ich aber, wenn ich... Ich habe keine Ihre Nachname. Ja, ich schon. Ich möchte gerne wissen, mit wem ich rede und vor allem, wer, dass derjenige auch mit mir reden will. So, sehen Sie, ich heiße Lea. Ja, gut. Ja, schön gut, aber solange Sie mir nicht sagen, mit wem Sie reden wollen... Mit Vor- und Nachnamen wird das nichts. Sie brauchen Nachnamen? Genau. Aber warum brauchen Sie diese Nachname? Ich nur möchte mit Joachim sprechen. So, ja, heißen hier, Sie Joachim? Okay, das ist kein Problem. So, hallo, ich, hallo. Das ist nicht so wichtig. Hallo. Ja, hallo. Das ist nicht so wichtig. Sehen Sie, ich rufe Sie vom Handelplatz. Ja, das interessiert mich gar nicht, solange Sie nicht meinen Nachnamen sagen. Interessiert mich das gar nicht. Sie können gern weiter sammeln. Das ist gar kein Problem für mich. Sie sammeln Sie ruhig ein bisschen weiter. Vielleicht kann ich ja ein bisschen Musik hören. Also, Sie können. Für mich ist mein Nachname wichtig. Und wenn Sie den nicht sagen, dann haben Sie ein Problem. Okay, alles klar. Also, entweder sagen Sie jetzt meinen Nachnamen. Ja, gut, dann beende ich das Gespräch hiermit. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo? Hallo, noch einmal. So, können Sie bitte nur lesen ein bisschen? Ja? Können Sie bitte erstmal sagen, was Sie, mit wem Sie sprechen wollen? Ich möchte sprechen mit Joachim. Ja, und der Nachname? Wir haben hier zwei Joachims. Es gibt hier zwei Joachims im Haushalt. Mit welchem Joachim möchten Sie sprechen? Okay. Wie, ich heiße Joachim. So, und jetzt sind Sie dran. Das ist Joachim, kannst du mal. Joachim, komm mal bitte, dass die Dame merkt, dass wir hier zwei Leute mit dem Namen Joachim sind. Okay. Ja, ich komme ja schon. Hallo, 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 hallo. Hallo, guten Tag. So, sehen Sie. Sie haben auf unserer Plattform Ihre Datei hintergelassen, ja? Wer denn jetzt? Ja. Auf welche Plattform? Auf Bitcoin Motion. Nein, wer von uns beiden? Wer von uns beiden, ja? Ja, ich höre, dass Sie sagen, ja, so. Sehen Sie, das ist Handelplattform. Und welcher von uns beiden hat die Daten hinterlassen? Bitte? Welcher von uns beiden hat die Daten hinterlassen? Ich rufe auf diese Nummer, so. Verstehen Sie kein Deutsch? Verstehen Sie kein Deutsch? Sie haben doch hier auch wahrscheinlich noch einen Nachnamen dran stehen. Also welche von den beiden Joachim? Wir sind hier zu zweit. Zwei mit dem Namen Joachim. Welcher Nachname? Okay. Okay, ja, dann sagen Sie mal den Nachnamen, mit dem Sie sprechen wollen. Das ist nicht so wichtig. Doch, für uns ja, schon. Doch, das ist weil wichtig. Da kommt es ja darauf an, mit wem Sie sprechen wollen und wer da registriert hat. Das wissen wir ja so nicht. Wir heißen beide Joachim. Mit welchem Joachim möchten okay, Sie denn sprechen? Diese Information sehen Sie.
Mit welchem Joachim möchten Sie denn sprechen? Sie haben Name Joachim und Nachname. Ja, und weiter? Ah, ach, auf einmal geht's. Okay, dann sind Sie ach, bei mir ist, richtig. Dann ist es ja für dich, da kann ich ja wieder gehen. So, ja, genau. Haben Sie diese Datei hinterlassen und nicht verstehen? Was habe ich hinterlassen? Haben Sie diese Datei hinterlassen, ja, und nicht verstehen? Ich habe keine Datei hinterlassen, ich habe Daten hinterlassen. Möchten Sie, okay, sind Sie Lehrer, ja, deutsche Lehrer? Nein, aber ich spreche Deutsch, im Gegensatz zu Ihnen. Okay, sehr schön. Meine Muttersprache ist Englisch, vielleicht wissen Sie Englisch? Nein. Sehr bequem für mich. Ja gut, okay, aber wenn so, Sie rufen doch hier in Deutschland an, dann sollten Sie doch Deutsch sprechen können. Ja. Okay, dann sprechen Sie doch mal Deutsch. Ich spreche nicht so gut, aber sehen Sie, ich spreche Deutsch. Ich verstehe Deutsch und ich spreche mit ihr auf Deutsch. Keine Problem. Doch, offensichtlich schon. Weil Sie sagen falsche Worte. Okay, ich möchte nicht über mein Deutsch sprechen. Ich möchte nicht. Ich möchte nur wissen, sehen Sie, diese Plattform, Handelplattform, können Sie bitte sagen, vielleicht haben Sie Erfahrung im Handel. Haben Sie vielleicht mit Finanzmarkt gearbeitet oder mit verschiedenen Kryptowährungen, Aktien, vielleicht mit verschiedenen Plattformen und so weiter? Nee, habe ich nicht. Okay, so ich kann vielleicht Ihnen ein bisschen über unser System erzählen, ja? Über unsere Krypto-Plattform, über unsere Investitionsplattform und so weiter, ja? Wie können Sie Geld verdienen auf dieser Plattform? Gut, dann nennen Sie doch am besten mal Ihre Plattform. Wie heißt diese Plattform? Diese Plattform heißt Bitcoin Motion. Ah ja, okay. So, dort Augenblick, können Sie, Bitcoin Motion und dann ja. .de oder .com? Nein, können Sie nur schreiben Bitcoin Motion und dann können Sie suchen im Internet. Nee, ich möchte direkt auf Ihre Seite, also brauche ich ja nun eine Endung, also eine Domain-Endung. Ist das bitcoinmotion.de, okay. Ist das bitcoinmotion.com oder was? Bitcoinmotion.com. Ah ja, es geht doch. Mhm. Okay, dann so, jetzt können Sie weiter erzählen. Auf dieser Plattform können Sie verschiedene Informationen über unser System finden. So, wir arbeiten mit automatischem System und wir arbeiten mit Finanzexperten auch. So sehen Sie, unser automatisches System, also wie funktioniert dieses System? Dieses System kaufen und verkaufen verschiedene Kryptowährungen. So, dieses System arbeitet auf Stop-Kill-System, ja? So, es wird wann kaufen und wann zu verkaufen, welche Kryptowährungen und so weiter. Und dieser Finanzexpert kann Ihnen helfen mit diesen Kryptowährungen, mit diesen Kontrakten und Aktien, ja? So, welche Kryptowährungen besser heute kaufen und besser morgen zu verkaufen, ja? So, Augenblick mal, darf ich mal unterbrechen? Sie sagten Bitcoin Motion, aber das ist ja nicht Ihre Webadresse. Wie ist die denn? Bitcoin und dann? Bitcoin Motion, ein Wort.com. Okay, bitte buchstabieren. Buchstabieren bitte. Ja, buchstabieren Sie doch mal, damit ich sehe. Weil ich sehe momentan Bitcoin Motion ich kann gibt. Ihnen sagen, welche unterbrechen Sie mich doch nicht dauernd. Was soll denn so ein Scheiß? Also, Bitcoin Motion, ein Wort.com. Und da, die Seite gibt es nicht. Buchstabieren bitte diese Wort. Verstehen Sie kein Deutsch? Bitcoin Motion als ein Wort geschrieben. Nein, ich verstehe .com. Kein Deutsch. Ja, okay, okay. Can you speak English? Do you speak English? Do you understand English? Bitcoin Motion in one word? In one word? Ah, sie versteht auch kein Englisch. Okay. Bitcoin Motion in one word written? Können Sie buchstabieren? Sie was? Sie verstehen auch nicht mal Englisch? Bitcoin Motion in one word written? Buchstabieren. Ich kann Ihnen sagen, welche Fälle haben Sie. Gut. bitcoinmotion.com. Ja, gut. Ja, die Seite gibt es nicht. Okay, vielleicht Sie haben zwei Wörter vom kleinen Buchstabe. Das spielt keine Rolle bei einer Webadresse. Nein.
Ja, es spielt keine Rolle. Nochmal, ich buchstabiere es Ihnen nochmal, weil Sie es scheinbar nicht verstehen. Ja, Sie unterbrechen mich vor allem dauernd. Ein Minus dazwischen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Bitte? Warum haben Sie das nicht gesagt? Sie haben nichts von einem Minus gesagt. Ich kann nur probieren und sehen. Ja, meine Frage war, warum haben Sie das nicht so diktiert? Kennen Sie Ihre eigene Webadresse nicht? Wir können nur probieren und sehen. Kennen Sie Ihre eigene Webadresse nicht? Wir haben keine Minus, aber können Sie nur probieren. Ja. Unsere Adresse. Nee, Bitcoin Motion, diese Webseite gibt es nicht. Es gibt nur bitcoin-motion.com. So. So. Bitcoin-motion.com, ja? Ja, genau. Gut. Okay, so sehen Sie. Auf unserer Plattform haben Sie Möglichkeit, mit beiden Systemen arbeiten, ja. Unsere Finanzexpert ist kostenlos und Sie können arbeiten mit unserem Finanzexpert kostenlos. Sie müssen nur Ihre erste Investition zu machen, ja, zu sehen, wie können Sie arbeiten mit diesem automatischen System und mit dieser Finanzexpert. So auch, was sehen Sie? Sie können 14% Profit Gewinngeld haben auf dieser Plattform. So, Sie kaufen und verkaufen verschiedene Aktien, öffnen und schließen verschiedene Kontrakten, ja, und Sie haben Geld für diese Kontrakten. Sie haben Gewinngeld für diese Kontrakten. Wenn Sie mit vielleicht wahrscheinlich mit unserem Finanzexpert arbeiten, ja, so haben Sie Möglichkeit mehr Gewinngeld haben bis 16%. Ja, und Sie haben Möglichkeit mit beide, mit automatischer und mit unserem Finanzexpert arbeiten. So, dieses automatische System, Sie können sehen, welche Kryptowährungen besser zu kaufen, welche Kryptowährungen besser zu verkaufen und wann, ja? Ja. Mhm, gut. So, vielleicht haben Sie eine Frage, noch eine Frage? Ja, natürlich, ich habe bestimmt Fragen. Von wo aus rufen Sie denn an? Okay. Bitte? Bitte? Von wo aus, wo sitzt Ihre Firma? Unser Hauptoffice ist im London, ja, aber wir haben so verschiedene, viele Offices, Companies im anderen Ländern, ja, so vielleicht in Deutschland, wir haben Online-Office. So, wir arbeiten in Deutschland auch. Ah, und Sie sind eine englische Firma, nehme ich mal an dann. Und dann sind Sie in England ja, auch registriert, ja? Ja. Okay. Wo sitzt sie dann in England? In London oder genau London? Ja, in London. Haben Sie ja, die Adresse für mich? Sie können suchen diese Informationen im Internet. Wieso können Sie mir die nicht sagen? Sie arbeiten mit... Nein, sehen Sie, wir müssen verstehen, mit wem arbeiten wir. Ja, ja und ich ja auch. Ich muss ja auch verstehen, mit wem ich arbeite. Deswegen frage ich nach Ihrer Adresse. Sie sprechen mit mir nicht so gut, so ich verstehe nichts. Möchten Sie arbeiten mit unserer Plattform oder nicht? Ja, ich möchte wissen, wo Ihre Firma ist, wo sie registriert ist. Das möchte ich wissen, bevor ich bei Ihnen Geld einzahle. So, und jetzt geben Sie mir die Informationen oder es wird kein Geschäft geben mit mir. So, brauchen Sie unsere Adresse, ja? Stimmt richtig, das? Genau. Aber sehen Sie, wir müssen Ihre Identität verstehen. Ja, das können wir dann machen. Das können wir dann machen, wenn ich einzahle. Nein. Nein, nicht. Ah, Sie geben Ihre Adresse nicht weiter. Okay. Gut. Dann sind Sie ein unseriöses Unternehmen. Ja, Sie müssten mir doch die Ihre Adresse sagen können. Nein, ich kann nicht. Ich hatte gesagt Ihnen, unser Hauptoffice ist in London. Ja, und wo in London? In London. Ja, wo in London? Die Adresse möchte ich wissen.
Aber warum brauchen Sie diese Informationen? Weil ich, kann ich Ihnen sagen, kann ich Ihnen sagen, ich bin Investor und ich möchte gern investieren. Und ich möchte nur da investieren, wenn die Firmen auch seriös sind. Und wenn die Firma schon nicht mehr sagt, wo sie sitzt, wo der Sitz ist dieser Firma, dann kann die ja nicht seriös sein. Und das ist für Investoren und Anleger wichtig. Also wollen Sie mir das nicht sagen? Okay. Bleibt es dabei. Sie wollen mir Ihre Adresse nicht verraten. Okay, schreiben Sie. Ja, gerne. Ich kann Ihnen buchstabieren, unsere Adresse. Okay. Ja, gut. 1148. Ja. Ja. Victoria Street. Mhm. Und das ist alles London. Das ist alles, okay, gut. Dann nehmen wir das mal so hin. So gut. Wenn Sie in London sitzen, dann sind Sie ja auch bestimmt irgendwo auch registriert und Sie sind Finanzdienstleister, das heißt, Sie müssen auch reguliert sein. Bei wem sind Sie reguliert in London? Verstehen Sie, Sie arbeiten mit unserer Plattform nicht und mit unserer Kompanie auch nicht. So, wir können nicht diese Information. Warum nicht? Das ist wichtig für Leute, die investieren wollen. Die Leute müssen wissen, ja, ob sie... Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Sie können auf meine Fragen antworten, wenn Sie die Fragen ganz gehört haben. Also, für einen Investor... Sie reden schon wieder dazwischen. Also, ich sage Ihnen, wenn Sie antworten dürfen. Also, für einen Investor und Anleger ist wichtig zu wissen, wo eine Firma reguliert und registriert ist. Wo sind Sie in England registriert und reguliert? Ich habe gesagt, wir können nicht diese Information sagen für okay, Personen. Okay, gut, kein Problem. Dann werde ich kein Geld bei Ihnen einzahlen. Wenn Sie mir diese Information geben. Zu mir zahlen. Nein, aber auch nicht bei Ihrem Unternehmen. Auch bei Ihrem Unternehmen nicht. Sagen. Ja, gut, okay, dann habe ich die... Ich nur Informationen sagen, das ist kein Problem und wir arbeiten nicht mit Geld, wir sprechen nicht über Geld und so weiter. Oh, ach, warum haben Sie denn mich denn dann angerufen, wenn Sie mich über eine Plattform informieren wollen? Weil ich bin Ihr persönlicher Kontoberater. Aha, ein Kontoberater, also geht es doch um Geld. Ich rufe Sie über unsere Plattform erzählen. Ja, und Ihre Plattform ist nicht registriert, wie wenn Sie mir nicht sagen, wo Sie registriert sind. Aber wir können nicht sagen, ihr diese Informationen. Ja, das sage ich ja. Dann sind Sie unseriös. Ja, jede normale Firma, die irgendwo investiert ist und mit Geld handeln will oder Geldinformationen bietet, die muss registriert sein in ganz Europa. Und Sie können mir das nicht sagen, dann gibt es auch kein Geld von mir. Ganz einfach, da mache ich mein Geschäft mit einer anderen Seite, mit einer anderen Plattform. So einfach ist das. Ihr habt gesagt, wir sagen diese Information nur für unsere Kunden. Ja, natürlich. Wenn die Kunden eingezahlt haben, unsere Kunden, ja, Augenblick. Sie sagen das nur, wenn der Kunde Geld eingezahlt hat. Und weil sie nicht reguliert sind, wird dann der Kunde sein Geld nicht zurückbekommen. Und das ist das Problem an der Sache. Ich werde nur mein Geld einzahlen bei regulierten und registrierten Plattformen. Wenn Sie mir das nicht sagen, werde ich kein Geld einzahlen. Kein Geld zahlen, verstehen Sie? Warum rufen Sie mich dann an? Warum rufen Sie mich dann an über eine Plattform, wenn es nicht um Geld geht? Eine Information geben. Ja, danke, reicht mir. Informationen habe ich genug. Dann können Sie jetzt auflegen. Wenn Sie nicht mehr wollen. Okay, tschüss. Sie haben kein Interesse zu dieser Plattform? Nein, ich habe an einer unregistrierten, unregulierten Plattform kein Interesse. Und wenn Sie mir nicht sagen, wo Sie reguliert sind, werde ich kein... auf verschiedene Plattformen, okay? So, Sie können keine Ihrer Informationen hinterlassen und... Was kann ich nicht hinterlassen? Sie sprechen so schlecht Deutsch, ich verstehe die gar nicht, was Sie meinen. Vielleicht können Sie hören und dann können Sie verstehen. Ich höre sehr gut. Ich höre wirklich sehr gut.
aber ich verstehe sie nicht, weil sie so schlechtes Deutsch sprechen. Wie man hören konnte, war sie schnell überfordert und konnte dann nur auflegen. Auch der zweite Betrüger verstand kein Deutsch und legte dann schnell auf, hat dann aber wohl erkannt, was man besser machen könnte. Das hat ihm aber auch nichts genutzt. In diesem Anruf habe ich mich das erste Mal dazu hinreißen lassen, zu beleidigen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Es wird nicht mehr vorkommen. Ich gelobe hoch und heilig Besserung. Danke. Hallo? Hallo? Hallo, Herr Römeldorf. Hier ist Jonas Lutz von Joule Profit. Haben Sie bei uns Registrierung vorgenommen? Und ich möchte Ihnen gerne helfen, Ihre Kontakte zu stellen. Wen wollen Sie bitte nochmal sprechen? Joule Profit. Nein, mit wem Sie sprechen möchten? Beziehungsweise automatische Handelssoftware. Erinnern Sie das noch? Verstehen Sie kein Deutsch? Ich habe gefragt, mit wem Sie sprechen möchten. Hallo? Jo, Herr Rümmeldorf. Das ist Jonas. Ich hatte eine leider schlechte Verbindung. Sorry. Also, mit wem möchten Sie sprechen? Das war die Frage. Heinrich Rütemühle. Aha, das ist doch was ganz anderes. Okay. Okay. Da sind Sie. Ja, worum geht's denn? Sie haben bei uns registriert. Es geht um automatische Handelssoftware. Und naja, also ich möchte Ihnen gerne helfen, Ihre Konto aktiv zu stellen, falls es Ihnen immer noch interessiert. Ja, natürlich. Dann können wir das machen. Natürlich. Okay. Schauen Sie. Ihre E-Mail-Adresse ist heinrich-rütemühle@gmx.de. Ja. Okay. Schauen Sie, auf Ihrer E-Mail-Adresse liegt unsere E-Mail. Gehen Sie einmal Ihre E-Mail-Adresse, also E-Mail ist gmx. Da komme ich jetzt gerade nicht dran. Sie können doch auf Ihrer mittleren Taste ganz unten. Haben Sie Android oder iPhone? Nein, weder noch. iPhone? Weder noch, ich habe beides nicht. Okay. Sie rufen ja auf dem Festnetz an. Festnetz, okay. Nebenbei zufällig haben Sie eine PC, Tablet, was ähnliches? Ich habe einen PC, natürlich. Okay. YouTube. Also öffnen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ich muss doch erstmal den Rechner hochfahren. Sie können mir ja aber in der Zwischenzeit sagen, von welcher Firma rufen Sie jetzt an? Ölprofit. Das ist Ihre Seite, Ölprofit. Mhm. Ja, das Öl, wie schreibt sich das dann? Ölprofit.de? Ölprofit.de, ja, falls Sie wollen, kann ich Ihnen auch... Wie schreibt sich das denn? Ölprofit, also O-I-L. O-I-A-Ö-F-I-I-T. Ah, langsam. Also O wie Otto, I wie Ida. I wie Ida, L wie Ludwig. Ja. Dann einmal Abstand. Abstand? Wieso Abstand? Also suchen Sie das über Google oder wollen Sie also normale Adresse haben? Ich möchte die Seite eingeben, die ich dann im Browser eingeben kann. Auf Ihre Webseite. Sekunde. Dann ohne Abstand. Ohne Abstand, stimmt. Ölprofit.de, ganz genau. .de, okay. Und das ist Ihre Webseite? Mhm. Okay. Ja, dann gucken wir das doch einfach mal. So, okay, das ist Ihre Webseite, sagen Sie. Das heißt, Sie sitzen in Deutschland. Haben Sie es gefunden? Ja, das sage ich ja. Sie sitzen also in Deutschland. Nee. Also persönlich bin ich auf... Sehen Sie, was auf Ihrem Handy geschrieben ist? Nee, ich habe kein Handy. Also, jetzt nochmal zu Ihrer Firma. Sie sagten ölprofit.de. Mhm. Das ist Ihre Firma. Okay. Jo. Und warum rufen Sie da nicht mit einer deutschen Telefonnummer an?
Falls Sie wollen, dann könnte man einen Kollegen von Deutschen bei Ihnen melden. Kein Problem. Ja, von wo aus rufen Sie denn jetzt an? Ich rufe Sie von Brüssel. Von wo? Brüssel. Brüssel Belgien. Heißt das. Okay. Nee. Wie, nee. Es, in Deutschland? Auf Englisch Brüssel. Sie reden doch auf Deutsch. Und Sie sagen, Sie sitzen in Deutschland. Sie haben eine deutsche Domain, ölprofit.de. Dann sollten Sie doch Deutsch und reden. Und? Okay. Wo sitzt Ihre Firma denn in Deutschland? Also könnten Sie normalerweise bei unserer E-Mail-Adresse die ganzen Sachen... Nee, kann ich jetzt nicht. Sie können es ja erstmal einfach sagen. Warum könnten Sie nicht? Weil der Rechner noch nicht komplett hochgefahren ist. Ich habe keinen Kontakt auf mein E-Mail-Konto gerade. Okay. Deswegen können Sie mir das ja jetzt erzählen. Was wollen Sie ganz genau? Sagen Sie mir. Wo Sie sitzen in Deutschland? Hauptsitz Frankfurt am Main. In Frankfurt am Main, okay. Dann können Sie mir ja sicherlich die Adresse sagen. Okay, eine Sekunde. Kennen Sie Ihre eigene Adresse nicht auswendig? Doch. Warum müssen Sie dann tippen danach? Das ist schon seltsam. Also warum machen Sie eine komische Frage? Ja nun, also ich kenne die Adresse meiner Firma auswendig. Hey! Halt die Fresse, du blöder Scanner! Halt die Fresse, du Wichser! Halt deine Fresse! Ach, du bist ein Betrüger! So einfach ist das! Ah ja, okay, ein Betrüger, okay, ein dreckiger Hurensohn. Okay, Sie sind ein dreckiger Scammer. Alles klar, schon klar. Halt du deine Klappe, ja. Ich habe genau den richtigen erwischt. Ein Betrüger. Oh Mann, sind Sie peinlich. Ganz Deutschland lacht über Sie.